So, dritte Runde No Man's Sky. Ich bin immer noch da, wo ich vorher war. Vor der Pause. Und ich habe in meiner Pause mal ein bisschen was umbenannt und hochgeladen. So habe ich jetzt das System Hoffnung der Reisenden. Das System Tiefste Verdammnis. Und das hier habe ich Gravitino Oase genannt, weil da diese Kugeln da waren, die eine Menge wert sind. Dachte ich mir, benennst du den Planeten mal so, da vergisst du nicht, was es da Schönes gibt und kannst immer mal wieder hin, zurück. So. Mehr habe ich aber jetzt auch noch nicht benannt. Mir fehlen immer noch ein paar Namen. Für das aktuelle System suche ich noch einen tollen Namen. So. Und ja, die Planeten, keine Ahnung, wie ich die alle nennen soll. Am liebsten würde ich die danach benennen, was da alles zu finden ist. Zum Beispiel den ersten Planeten, auf dem wir waren. Ich glaube, das war der hier. Da gibt es nur Eisen. Ja, Eisenplanet ist ein bisschen doof für einen Planetennamen. Egal, wir sind immer noch hier. Und keine Ahnung, was wollte ich machen? Wollte ich irgendwo hin? Habe ich... Okay. Keine Ahnung. Wahrscheinlich war ich noch auf der Suche nach Material für Warpzellen. Dafür brauche ich Antimaterie. Für Antimaterie brauche ich Elektronendampf. Egal, wir können erstmal ein paar Planeten absuchen, auf denen wir noch nicht waren. Auf dem hier waren wir schon. Das hast du bereits entdeckt. Haben wir den schon entdeckt? Also mir macht das Spiel immer noch Riesenspaß. Es gibt kein Spiel, in dem man so in einem ganz großen Universum auf alle Planeten, die man sieht, landen kann. Jedenfalls habe ich jetzt kein anderes. Ach nö! Ja, ich besitze uneingelöste Dinger. Ich habe jetzt mal... Ich habe mitgekriegt, dass ich eine E-Mail hatte mit einem Vorbestellercode. Und jetzt werde ich hier genervt. Löse sie Menüoptionen ein. Toll. Entdeckungen analysieren und hochladen. Was soll ich denn noch alles hochladen? Zu weit oben. Ich wollte eigentlich direkt in den Krater. Toll, jetzt bin ich hier direkt am Rand. Ich weiß gar nicht, da unten kann man doch, glaube ich, gar nicht landen, oder? Au. Au. Das war jetzt aber unnötig. Schildsplitter.
Energiekanister. Ein Gag-Amulett. Oh, wieder so viel Plutonium. Nehmen wir doch das hier. Noch mehr gibt's hier nicht. Warum sollte ich das zerstören? Dann kommen wieder die Drohnen da und wollen mich wieder umbringen. Das ist wieder ganz was anderes. So, das dahinter. Hatte ich gar nichts. Hatte ich doch gar nicht gesehen. Ich würde gerne allem hier einen Namen geben, aber. Alter. Warum gibt es hier eigentlich auch auf allen Planeten diese Drohnen? Ich finde das ein bisschen unglaubwürdig. Kann nicht auf jedem Planeten dasselbe Zeug geben. Ich meine, wir sind hier die Ersten, die das entdecken. Plutonium. Wir haben hier noch Thamium eine ganze Menge. Ne. Aluminium, Zink. Was habe ich denn mal gebraucht? Platin. Es wird von mir auch verlangt, Entdeckungen hochzuladen. Nur doof, wenn ich es jetzt noch nicht benannt habe. Gab es auf dem Planeten die Hunde, die ich Hunden nennen wollte? Kann ich nämlich direkt mal ein Tier hochladen. Sieht für mich aus wie Hund. So, diese Tierart heißt jetzt Hund. Steht auch hier. Jetzt. Was ist das? Keine Ahnung. Kamel ohne Höcker. Weiß ich nicht. Stein. Die Pflanze, die gibt's auf allen Planeten, heißt aber überall anders. Warum? Sieht auch irgendwie
gleich aus. Meilensteine. Aliens getroffen 12. Nächster Meilenstein in 3, also bei 15. Hier 276 Uhr muss ich noch. Dann habe ich hier den nächsten Meilenstein. Nur noch 70.000 Units verdienen. Dann habe ich hier auch den nächsten Meilenstein. Geht ja ziemlich schnell. Nochmal 10 Wächter. Was sind Souls? 0,6 Souls. Nächster Meilenstein in 0,4 Souls, was? Was sind Souls? Unter extremen Bedingungen überlebt. Was? Dreimal geworbt. Nächster Meilenstein in 2. Amateur, gescannte Planetenzoologie. Was? Alle Spezies auf 0 Planeten entdeckt. Alle Spezies. Okay. Na toll. Geht das hier als 100%? Ich meine, ich habe hier alle Spezies entdeckt, weil hier gibt's gar nichts. Nee. Also, wenn es hier nichts gibt, dann... Na toll. Komme ich jetzt hier hoch? Schildverstärkung Sigma bauen. Ja, ich brauche Platin. Findet man hier irgendwas Blaues? Nee. Der Planet scheint tot zu sein. Das ist einfach nur wieder ein Wegpunkt. Gegenstand. Wollte ich doch gar nicht. Ah, jetzt. Gag-Amulett. Ah, hier ist wieder Markt. Warte mal. Speichere ich hier mal schnell, damit ich das entdeckt habe. Ortu-Kreuzung. Kann ich das wieder Marktplatz nennen? Ortkreuzung. Marktplatz. Warum muss ich zum Z immer darunter? Ich will hier die deutsche Tastatur haben. Da bin ich vom T nicht weit entfernt. Ich könnte es auch Markt Plati nennen, aber es klingt doof. Oh, Marktplatz. Gegenstände verkaufen. Gag-Amulett 2. Okay. Verkaufen wir beide. Aluminium. Habe ich Aluminium her? Warum habe ich nur 4 Stück? Schildsplitter. Zink. Eisen. Warum nur Eisen? Oder war das jetzt kaufen?
Nee, da steht Verkauf. Schon richtig. So, jetzt kaufen. Platin. Wie viel Platin brauche ich? Ah, immer die falsche Taste. 15. Ich sehe hier nichts Blaues. Da ist eine Menge Gold. Alter, was ist denn das? Beutelgift. Oh, Alter. Ganz schön aggressiv. Ist klar. Ist klar, nicht genug Treibstoff. Jetzt, wo ich unbedingt mal schnell starten muss, ne? Aber ich komme wieder. Okay, also Beutelgift kann man nicht einfach so angreifen. Scheiße, wo waren das? Reisemeilenstein erreicht. 30.000 U zurückgelegt, ja. Genau. Ich hoffe, das war jetzt hier. Das war doch hier, oder? Ne, das war der Krater von vorhin. Scheiße. Wo war ich? Kann ich das irgendwie markieren? Ich will den Marktplatz markieren. Ich war da doch schon. Muss doch irgendwie möglich sein. So, 15, ne? Pack das hier oben hin. Technologie erfolgreich installiert, okay. Nochmal speichern. Man die Dinger da irgendwie zerstören und einsammeln, ohne dass man gleich verfolgt wird. Ich meine, es war überhaupt nichts in der Nähe. Kommen die schon wieder gleich angerannt? Okay. Ich kann das Ding zwar so zerstören, aber dann ist es gleich komplett weg. Ja, toll!
Das ist dort. Licht aus. Muss ja niemand sehen, dass ich da bin. Ich hoffe, das war's jetzt. Mal gucken, was der will. Ich verstehe nur Korvax, okay. Die elektronische Lebensform wirkt sehr erregt und hat womöglich Schmerzen. Ihr Körper summt und was? Und kleine elektronische Ladungen springen zwischen Maske und Schultern hin und her. Sie ruckelt und zittert. Sie braucht Hilfe. Sie streckt die Hand aus, als ob sie die meine schütteln wollte. Instinktiv hebe ich meinen Arm zur Antwort, aber der gesunde Verstand rät zur Vorsicht. Zurückziehen, Hände schütteln. Eine Gesundheit. Okay, dann braucht er aber die Gesundheit. Ich gebe dem mal, was er will. Sie dankt sich mit einem Geschenk. Okay. Toxindämpfer, Sigma. Eisen und Kohlenstoff. Okay, wir sind dann gegen toxische Schäden geschützt. Also kommen wir dann auf toxischen Planeten umherlaufen, ohne dass wir da unseren Schutz immer wieder aufbauen müssen. Nachladebeschleuniger. Nicht ganz so wichtig. Was ist das? Kann ich nichts machen. Nichts gefunden. Alter! Ich will da raus und dann... Blitzwerfer, Bergbaustrahl. Beutel geht. Okay. Vielleicht sollte ich nur noch Bergbaustrahl einsetzen. Okay, Plasmawerfer. Nee, brauche ich doch gar nicht. Noch nicht. Ich habe nicht so viel Platz, dass ich gleich alles ausbauen kann. Einbauen kann.
immer noch 40% Hyperantriebenergie. Alter. Dann sperre ich das Ding da drin ein. So, Ruhe. Boah, Alter. Reicht langsam. Auf zum Raumschiff, Alter. Ich muss sprinten, sofort. Kann ich erkennen, was das ist? Zeig mir nicht mal an, wenn ich drüber fliege. Ist doof. Okay, wird mir irgendwas angezeigt, was ich tun soll? Zerstöre die Drohnen, ja toll. Okay, ich habe hier drei Planeten. Irgendwo müsste ich doch mal Mond stehen haben, oder? Man sieht noch nicht als Planeten. Weiß ich ja gar nicht, was ist Planet und was ist Mond, weil auf der Karte steht immer so und so viel Planeten und dann so und so viel Monde. Wie viele Planeten und Monde haben wir hier? Drei Planeten, ein Mond. Drei Planeten habe ich schon. Fehlt noch ein Mond. Könnte der da sein? Ach. Raumschiffscanner, halt rein. Okay. Das dauert noch 40 Sekunden. Okay,
Kimitsu Barrias. Schön. Bonusinhalte einlösen. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Das scheint hier alle 2 Minuten zu speichern. Ich glaube, mein Treibstoff ist auch gleich leer. Oder ist das die Entfernung? Ich weiß nicht. Ich glaube, der ist gleich leer. Was ist das hier für ein grünes Ding? Emeril. Sechsundzwanzigtausend. Okay, kann ich auf 250 tragen. Echt? Schon voll? Quatsch. Das Multiwerkzeug, da muss man rüber. Plutonium haben wir noch genug.
Okay, jetzt ist voll. Das sind hier. Das ist aber eine Kuh. Nee. Irgendwie. Sieht doch ein bisschen komisch aus. Was ist das? Irgendwie. Keine Ahnung, was das ist. Wie man das nennen könnte. Irgendwie klingt das alles so, als hätte ich das schon mal gehabt. Was? Das Ansehen der Korvax hat sich verbessert. Mehr nicht? Schild wiederherstellen. Von mir aus. Meria-Krater. Monolith. Noch irgendwas in der Nähe, was wichtig sein könnte. Nee. Kann ich das scannen? Nein. Wie viele Tiere gibt's hier? Oh. Wieder so viele. Werde ich wieder nicht alle finden. Okay.
Virus. Echos. Daten. Ich sehe eine seltsame Vision. Blaues Licht dringt aus dem Monolithen. Als wäre in seinem Inneren ein Vorhang gefallen. Hat man das nicht schon? Ich höre ein sanftes Gebrabbel von Stimmen und spüre einen vertrauten Geruch im Wind. Ich kann mich nicht an mein Zuhause erinnern, aber ich weiß, dass diese Tür dorthin führt. Ich sehne mich nach einer Vergangenheit, an die ich mich nicht erinnere. Jeder Zoll meiner Seele möchte den Sprung zurückmachen. Ich blicke in den Himmel und die Unendlichkeit dahinter. Die Unendlichkeit hinterher. Kann ich wirklich meine Reise aufgeben, obwohl ich... Was? Obwohl sie gerade erst begonnen hat? Der Versuchung widerstehen. Ist klar. Okay, die Gäste bewundern die Entscheidung, bla 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 und so weiter. Ansehen bei den Korvax hat sich verbessert. Wort für Dings gelernt und Korvax irgendwas. Gehäuse. Okay. Ja, ich müsste mal was verkaufen. Ist dort vielleicht ein Markt oder so? Scheiße. Ich kann nicht richtig mich hier umsehen. Perfekt geparkt hier. Ja. Auf zu fortschrittlichen Lebensformen, dort ist meistens auch ein Markt in der Nähe. Oder vielleicht sogar im Gebäude drin. Unentdeckt. Na, erstmal reingehen. Ja, weil da ist sogar ein Markt. Bevor ich mit ihm reden kann, muss ich so erst verkaufen.
Vital Gift. Ach du Scheiße, 107.000, echt? 76.000 für das ganze Emerald. Schildsplitter brauche ich auch nicht. Schildplatte. Titan, Kupfer. Warte mal. Ach nee. Möchte ich doch nicht verkaufen. Ich kann ja bis zu 500 stapeln. Hier Plutonium würde ich gerne nur 190 verkaufen, aber das dauert doch zu lang. Kann ich das nicht irgendwie auf Null? Nein, ich möchte doch nicht alles verkaufen. Das ist scheiße. Dann muss ich so lange runter, bis ich auf 190 bin. Da vergehen schon wieder 3 Jahrhunderte. Kann man nicht irgendwie von 0 auf die Anzahl, die man verkaufen möchte? Wäre viel einfacher. Man kann nicht immer davon ausgehen, dass man alles verkaufen möchte. Titan. 221 möchte ich hiervon verkaufen. Was können die mir anbieten? Instabiles Plasma. Elektronendampf. Atlasstein. Alter, 2 Millionen. Warum ist das Ding so teuer? Was kann ich damit machen? Egal. Antimaterie. Produkt hergestellt. Okay, jetzt fehlt Zink. Ich habe keinen Zink mehr. Haben die Zink? Ich brauche 5 Zink. Zink. Produkt hergestellt. Produkt hergestellt. Produkt hergestellt. Technologie aufgeladen. Okay, jetzt sind wir bei 80%. Meine Lebenshaltungssysteme müsste ich auch mal wieder aufladen. Technologie aufgeladen. Und schon haben wir
extrem viel Platz im Anzug. Querschläge. Okay, was hast du mir anzubieten? Ich verstehe kein einziges Wort. Was? Die Lebensform zeigt mir komplexe Kreaturforschungsdaten, um zu sehen, ob ich sie verstehe. Mein Blick wirkt wohl verständnislos, denn stattdessen projiziert die Lebensform drei holographische Bilder in mein Helmvisier. Offenbar interessiert sie sich für meine Meinung zum Intellekt meiner eigenen Spezies. Mir werden eine dumpf dreinblickende Schnecke, ein höher entwickelter Händler mit Schnabel und ein Mitglied seines eigenen hochintelligenten elektronischen Volks gezeigt. Auf den Händler mit Schnabel zeigen. Was? Okay, ich soll auf irgendwas zeigen. Keine Ahnung. Kreaturforschungsdaten. Also ich würde sagen, nur die Schnecke ist eine Kreatur, oder? Ich meine, das ist ein Händler und das ist die elektronische Lebensform wie hier. Die Schnecke passt irgendwie nicht dazu, würde ich sagen. Ich erhalte Geschenke und ein verständnisvolles Nicken. Okay. Eine Karitplatte. Brauche ich. Total dringend. Was? Reise meine Sterne reicht? Was denn jetzt schon wieder? Okay, verdient. Es geht wieder ums Geld. Was haben wir hier für eines? Okay, 4 freie Slots. Das hier aber die Scanner-Erweiterung schon wieder nicht drin. Könnt ihr mal vergleichen. 12 Plätze, 14 Plätze. Wir haben hier aber Blitzwerfer-Dinger drin. Plasmawerfer ist nicht mit drin. Das Analysevisier ist nicht mehr drin. Das Scanner-Erweiterungsdings ist nicht mehr drin. Das wären schon wieder drei Dinge, die ich hier reinbauen müsste. Ne, das passt aber auch nicht. Ist mir ein bisschen zu wenig hier. Ach nee. Ich mag die Waffe, die ich jetzt habe. Nichts gefunden? Nichts gefunden. Ziel erreicht? War das mein Ziel? Irgendwas? Nee. Egal.
kann nicht mehr mit Thermium. Ach, ich wollte jetzt mit X beschleunigen. Warum will ich das immer tun? Nickel. Das da sieht aus, als könnte das wertvoll sein. Eisen. Nein, ist nicht wertvoll. Können wir noch ein bisschen Thermium farmen hier. Das ist ein riesen Block. Nickel, schon. Aber es scheint dann schon was wert zu sein. Hast du bereits entdeckt? Okay. Karibplatte. Eisen, Thermium. Blitzwerfer. Schnellere Bergbaustrahlprozesse.
bei ressourcenreichen Materialien. Okay. Egal jetzt. Wie viele Planeten gibt es hier? 3 und einen Mond. Also müsste ich am Ende 4 Dinger hier haben. Habe ich. Alles klar. Für das System brauche ich noch einen Namen. Sonst habe ich ja mal die Systeme schon benannt. Aber okay, wir machen erstmal uns auf zu dem nächsten System. 5 Planeten. Oder könnte ich jetzt schon hier hin? Zu weit. Zu weit. Zu weit. Hä? Wo bin ich denn? Erstmal hier hin. Können wir eigentlich gleich dort landen? Gar nicht mal so weit. Okay. Was für... Was ist das? Heridium-Vorkommen. Wofür brauche ich denn jetzt schon wieder Heridium? Wächter entspannt, okay. Bietet verbesserte Manövrierfähigkeit und längere Boosts bei Raumflügen.
Krysonit, wo krieg ich das her? Zink hätte ich auch gerne. Boah, hier gibt's wieder nur Plutonium, ne? Natürlich Atlas Pass. War Plutonium ohne Ende. Was ist das? Ist das Rote da was Neues? Oder ist es auch nur Plutonium? Alter. Ist einfach nur Stein, ne? Iridium. Hier gibt's nix. Leider keine Tiere hier. Das ist Technologie. Impulsdüse. Steht jetzt aber nirgends, dass ich das irgendwie aufwerten kann, sondern ist dann immer nur zusätzlich. Neutrino-Modul hatte ich vorhin von so einer Drohne. Krysonit. 150 Zink. Alter, das ist mein Riesenklotz hier. Was auch immer das ist. Könnte Gold sein, oder?
Egal, ich habe den Planeten besucht. Wie viele gab es hier? Fünf. Okay. Dass wir den Planeten hier entdecken. Faszinierende Perle. Fallend. Auf dem Planeten irgendwas? Ich würde sagen, wir machen uns mal ganz schnell auf dem Weg, der uns vorgegeben wird, und dann, sobald wir das Ziel erreicht haben, können wir ja nochmal zurückgehen und alles andere absuchen. Auf dem Weg aber erstmal alle Planeten entdecken. Nachher kommt jemand auf den Gedanken, möchte die Planeten, auf denen ich noch nicht war, entdecken. Wo ist denn hier noch ein Planet? Haben wir den schon?
da sind ein Gebäude. Stopp. Können wir später noch machen. Jetzt bin ich schon so nah an dem Planeten dran. Okay, Wächter sind hier wütend. Gefällt mir schon wieder gar nicht. Ach du Scheiße. Schon wieder so ein verwüstetes Dings. Das mag ich nicht. Okay, mehr gibt's hier nicht? Echt nicht? Nur das Gesundheitsdings. Energiekanister ist sinnlos. Nichts zum Aktivieren hier. Das Plutonium hätte ich auch anders gekriegt. Brauche ich nicht unbedingt. Ah. Fortgeschrittene Kühlung. Achso, hier. Es sah so aus, als hätte die Welt eine Wunde. Hat man schon mal. Da bin ich mir sicher. Was bekomme ich jetzt? Was Belüftungsmembran. Also, kann man längere Zeit unter Wasser sein. Toll. Hätte ich mal vorher gebraucht. Hier geht's wieder nach draußen. Oh, Scheiße. Oh, nö.
So viele? Okay, verlassenes Gebäude wollten wir. Auch wenn ich da schon war. Außerirdischer Monolith entdeckt. Kommt drauf an, wo der jetzt ist. Und der ist natürlich wieder auf dem Planeten. Ach, Mann, ey. Das heißt Entdeckungen analysieren und hochladen. Aber schnell machen jetzt, bevor die scheiß Wächter hier wiederkommen. Auf dem Planeten hier bin ich nämlich nicht willkommen. Isotop. Zaut. Und Waffe. Ich versuche die Glyphen an einem Isotop taut. Okay. Der will Kohlenstoff. Ich habe keinen Kohlenstoff. Ich hab hier Kohlenstoff. Los, schnell. Mach hin. Hier ist ein Vieh in der Nähe. Ich erhalte eine Belohnung. Ja toll, das Ding schießt auf mich und ich kann nichts machen. Während ich die Belohnung erhalte. Was soll das? Hallo? Steht mein Schiff. Och, ernsthaft. Och nee. Wächterraumschiff im Anflug.
Nein, da will ich doch gar nicht. Oder will ich da? Doch. Will ich. Was? Nein, nein, nicht landen. Alter. Ich dachte, das wäre nochmal ein Planet weiter. Aber okay. Wie viele Planeten haben wir hier? 3 von 5. Das heißt, wir müssen noch 2 Planeten hier entdecken. Und dann geht's weiter zum nächsten System. Ich erblicke die grellrote Kugel zwischen den Wolken. Ein riesiges, unheilvolles Auge, starr und abscheulich. Die Angst ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. Ich hatte Angst, dass es mich sehen würde. Aber dann bewegten sich die Wolken und es war verschwunden. Ich war mir nicht mehr sicher, ob es überhaupt real gewesen war. Vielleicht verstopfen die Pilzreste der letzten Welt, die ich besuchte, immer noch die Lüftung meines Exoanzugs und beeinflussten meine Wahrnehmung. Ich habe meine Filter jetzt schon 6-mal gereinigt, aber ich kann es immer noch spüren. Datenprotokoll analysieren. Gesundheitsmodul. Okay. Na gut, dann war es das auf dem Planeten hier. Auf zum nächsten unbekannten Planeten in diesem System. Unentdeckt. Ich muss bald wieder den Antrieb auffüllen.
glaube, ich schaff's schon gar nicht mehr, oder? Das habe ich jetzt schon wieder. Ach du Scheiße. Ist aber so eine Billigknarre. Ganz schön teuer für gar nichts. Krieger. Die pessimistische Lebensform studiert ein Bild eines anderen jungen Kriegers auf seinem Tablet. Der abgebildete Krieger sieht lebensstrotzend und beeindruckend aus. Er hat breite Haarlocken im Gesicht. Er wirkt reich und scheint aus einem guten Zuchtbestand zu stammen. Der Blick in seinen Augen ist heißblütig. Die Lebensform sieht mich mit fragenden Augen an. Sie sucht offensichtlich jemanden, mit dem sie das besprechen kann. Selbst zustimmen. Was? Ablehnung empfehlen, Zustimmung empfehlen. Hä? Also ich weiß nicht, er hat breite Haare im Gesicht. Hä? Zustimmung empfehlen. Keine Ahnung, was das Vieh von mir will. Was? Neue Technologie, okay. Lebenserhaltungsmodul. Okay. Nicht was verkaufen. Iridium. Faszinierende Perle. Warum war ich schon wieder eine faszinierende Perle bei mir? Energiekanister. Kupfer. Nickel. Tamium. Will ich jetzt nicht wieder alles einzeln verkaufen.
eigentlich Speicher? Nee. Ich könnte jetzt aber alles hier, wenn ich die Ressourcen für hätte, aber dann hätte ich wieder weniger Platz für Zeug. Genau dasselbe mit dem Raumschiff. Wenn ich das irgendwie verbessern könnte. Habe ich jetzt schon wieder erreicht. Aliens getroffen, 15, okay. Hier ist Alien Nummer 16. Wie es scheint, blieb ein automatischer Notruf vor langer Zeit unbeantwortet. Wenn ich das Verschlüsselungsmuster knacken kann, könnte ich vielleicht die Koordinaten extrahieren. 1, 2, 6, 24, 120. Ach du Scheiße. Nummer 2 kann es nicht sein. Mal 3. Auch nicht. Ich habe keine Ahnung. 24 auf 120, das ist schon ein großer Sprung. Deshalb würde ich sagen, 180 fällt schon mal raus. 620, ich weiß es nicht. Einmal 2, mal 3, mal 4, mal 5, mal 6, also 720. So. Notrufkoordinaten lokalisiert. Toll, jetzt habe ich einen scheiß Notruf. Wo wahrscheinlich wieder schwer bewaffnetes Schiff auf mich wartet. Egal, was hast du für mich? Perfekt, Url. Waffe. Multiwerkzeug. Ablehnen. Nehmen. Ja, annehmen, oder?
Schon wieder so ein Geschenk. Erstmal gucken, was es ist. Dann kann man immer noch ablehnen. Okay, Scanner, Reichweite, Schnellfeuer, Plasmawerfer. Niedrig. 12 Plätze, 14 Plätze. Aktuell. Hier hatte ich noch was frei, aber ich müsste wieder Analysevisier einbauen. Und ich hätte nicht so viel Bergbau-Dinger, sondern mehr. Also das ist mehr eine Waffe für den Kampf. Nein. Sind überall Aliens drin. Cool. Eindringling, Hygien, was auch immer, auf die Wächter zeigen, auf die Krieger zeigen. Die Nasenflügel des Kriegers beben vor Hoffnung und Erwartung. Ein holographisches Bild von militärischen Plänen erscheint um uns herum. Auf der einen Seite steht das Kriegervolk der Kreatur und auf der anderen die roboterhaften Wächter. Der Krieger verlangt, dass ich auf die eine oder die andere Seite zeige. Ach du Scheiße. Wenn ich wüsste, was der will. Eindringling. Krieger, Wächter? Keine Ahnung. Will der von mir wissen, wer stärker ist? Will der von mir wissen, welche Rasse ich hasse? Ich weiß es nicht. Ich zeig mal auf die Krieger. Jo, die Krieger sind die Besten. Er zeigt seine Anerkennung, okay. Der Phasenstrahler zerstört Raumschiff und Asteroidenziele schneller. Vier von fünf Planeten, ne? Gucken, schaffen wir einen Planeten heute noch? Warte mal, das ist so ein...
fortgeschrittene Lebensform. Vielleicht sollten wir da nochmal vorbeischauen. War ich hier nicht? Noch nicht? Okay, unentdeckt. Alles klar. Wieder ein Alien und wieder so eine Miniwaffe. Ja, nee, oder? Erstmal was verkaufen. Iridium, keine Ahnung, wofür ich das brauche, weg damit. Siebenhunderttausend haben wir. Damit könnte man sich schon ein tolles Raumschiff holen, wahrscheinlich. Müsste ich nur noch an einer Raumstation andocken und warten, bis da was andockt, was ich gerne hätte. Natürlich für den Preis, versteht sich. Krieger, Krieger, Waffe. Krieger trösten. Was? Ich glaube, das würde der nicht so gerne haben, wenn ich ihn tröste. Ich glaube, der will eher Tamium, hm? Probieren wir es mit Tamio. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er getröstet werden will. Er bellt seinen Dank. Alles klar. Ray-Schuss-Adapter. Kann ich mich ja später mal drum kümmern. Mit ganzen Upgrades. Jetzt aber erstmal hier wieder weg. Vielleicht finde ich ja den letzten Planeten noch, der mir fehlt. Hier sehe ich vier, drei Stück. Der vierte ist hinter mir. Bereits entdeckt. Bereits entdeckt. Ich sehe hier jeden Planeten, den ich schon entdeckt habe. Ist hier dahinter noch irgendein?
unentdeckt, ha? Ach, schieß auf den Planeten, ist klar. Okay, das dauert jetzt über eine Minute. Jetzt kaputt. Ist aber nicht leer. Ja. Okay, hole ich mir schnell noch einen neuen Kaffee, wie die Reise dauert. Und die Reise geht immer noch. Damit hat man dann auch ein Ich habe eine Leiche gefunden. So etwas habe ich noch nie zuvor gesehen. Sollte es davon noch mehr geben, hoffe ich, dass sie auch alle tot sind. Zuerst dachte ich, es würde sich um die kläglichen Überreste eines fehlgeschlagenen Materientransfers handeln. Einen Käfig voller Knochen und Fleisch übersät mit schiefen Zähnen und wässrigen, was? Lidlosen Augen. Aber nein. Es war ein Grauen der Evolution, das von der unbarmherzigen Natur verdreht worden war. Ich muss mir einfach vorstellen, wie es lebendig ausgesehen haben könnte. Und ich habe Angst, dass es vielleicht wieder zum Leben erwacht. Alles klar. Neue Technologie. Ausdauersteigerung. Okay. Phasenkühlmittel. Noch irgendwas, das ich gebrauchen kann? Nicht wirklich. Nein. Kann ich mir auch sparen, die Dinger zu öffnen. Plutonium finde ich sowieso extrem viel. Kann ich das System auch wieder verlassen? Da ist Plutonium zum Beispiel schon wieder.
Na gut. Ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich alles, überall alle Planeten haben muss. Ich würde gerne direkt zum nächsten Wegpunkt. Weil dann muss ich ja auch mal von System zu System. Zu weit, oder? Ja. Wie viele Planeten gibt es hier? Drei. Springen wir einfach mal weiter. Ich muss jetzt auch nicht überall alles haben. Und wenn, dann kann ich später immer noch zurückkehren. Hofer, was? Irgendwas. Atlas Schnittstelle entdeckt. Das ist rot, komme ich da nicht rein? Sag bloß, ich brauche dafür einen Atlas-Pass. Ah, doch. Türchen öffnet sich. Vorwachswort für Energie. Worte gelernt 50. Wow.
Was? Okay, ich würde sagen, ich mache hier erstmal Feierabend und beim nächsten Mal geht's dann hier weiter. Vor der großen Kugel. Mal schauen, was wir hier zu erwarten haben. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.